Im Kongresszentrum Pforzheim haben die Schüler der Ludwig-Erhard-Schule eine Übungsfirmenmesse veranstaltet. In der 5. Auflage des Projekts waren über 60 Übungsfirmen vertreten. Und von Waffeln bis hin zum Trikotverkauf gab es alles, was das Herz begehrt. Allein aus Pforzheim präsentierten 8 Firmen ihre Waren. Also im Prinzip gilt das Angebot beruflichen Schulen in Baden-Württemberg. Und die dürfen natürlich, wer möchte, darf teilnehmen. Wir werben auch um Teilnahme. Und für die Schulen ist es ein besonderes Ereignis, hier teilzunehmen. Und eine Schule ist natürlich auch interessiert, die eigene Leistung nach außen hin darzustellen. Und von daher ist es für Schulen einfach attraktiv, hier teilzunehmen. Das Projekt wird von Sponsoren und der Standgebühr, den die Messeteilnehmer entrichten, finanziert. Für die Ludwig-Erhard-Schüler ist dies die einmalige Chance, eine Messe selbst zu organisieren und zu gestalten. Dabei stehen ihnen Lehrer mit Tipps und ihrem Erfahrungsschatz tatkräftig zur Seite. Wir versuchen, meine Kollegin und ich, uns schon zurückzuhalten. Wir geben natürlich Impulse. Wenn wir so einen Flyer entwickeln, machen wir Gruppenarbeit. Sie haben dann die Möglichkeit, verschiedene Modelle zu sehen. Wir suchen das Beste aus. Wir machen das natürlich dann auch in der Gemeinschaft, sodass sie immer das Gefühl haben, eigentlich haben sie es gemacht, was ja auch wirklich stimmt. Alles andere, was der Schriftverkehr anbelangt, da müssen wir natürlich schon mal nochmal drüber schauen, weil es ja auch ums Geld geht. So müssen die 28 Klassenkameraden des Berufskollegs 1 Rechnungen schreiben, Aufträge bestätigen und Fragen beantworten. Eben alles anwenden, was sie in der Schulzeit gelernt haben. Die Standbetreiber erhalten eine sogenannte Messekarte. Und es ist dann so praktisch wie dann ihr Geld. Und damit können sie zahlen. Und dann schreiben die auch richtig Rechnungen und so, aber es fließt nicht wirklich Geld. Also das ist alles bloß so spielerisch. Die Messe war wieder einmal ein voller Erfolg. Und für die nächste Auflage 2014 müssen die Organisatoren wahrscheinlich einen Verkaufsraum mehr einplanen.